Mein Name ist Sarah Unterberger und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu meinem Welpentrainingskurs. Und ihr seht auch schon viele unserer Stars im Welpentraining, mit denen ich die Videos gedreht habe. Das sind unsere letzten verbliebenen 7 Welpen von 9. Die Kleinen sind jetzt 8 Wochen und 3 Tage genau alt und haben mich super bei den Drehaufnahmen unterstützt, damit ich euch ein tolles Welpentraining zusammenstellen konnte. Ja, und was ist wichtig beim Welpentraining? Es sollte einfach ganz, ganz viel Spaß machen und ihr solltet ganz viel Geduld mit eurem kleinen Nachwuchs haben. Wenn euer Welpe bei euch einzieht, ist er wahrscheinlich ähnlich alt wie die Welpen von uns hier gerade. Und sie können einfach in dem Alter wunderbar lernen. Welpealter ist bis circa bis zur 16. Woche. Also ab der 8. Woche dürfen sie in Österreich zum neuen Besitzer übersiedeln. Und mit 16 Wochen circa geht es bei mir bereits zum Junghundetraining weiter, weil dann dieses welpenhafte Verhalten einfach schon abnimmt und weil sie eher schon in Richtung Pubertät kommen. Ja, was lernt sie jetzt alles in dem Kurs? Im Kurs lernt sie ja Grundlagen, wie bringe ich meinem Hund einen Sitz oder einen Platz bei, wie kann ich ihm beibringen, dass er dann in dieser Position auch länger verweilt und nicht gleich aufspringt, dass er einen guten Rückruf hat, dass er an lockerer Leine geht, wie kann ich die Geschicklichkeit meines Hundes fördern, wie bringe ich ihm ein Nein bei oder dass er einen Gegenstand hergibt oder mir bringt. Also all diese Sachen und noch viel mehr werdet ihr bei mir im Welpentraining lernen. Generell ist das Ganze als Aufbau über mehrere Wochen gedacht. Also es ist nicht Sinn und Zweck davon, dass ihr alle Übungen ruckzuck gleich durchmacht, sondern bitte einfach ein bisschen Zeit damit lassen. Ich habe das Ganze auch in Wochen strukturiert, wie ich es selbst für sinnvoll halte. Aber natürlich, wenn ihr jetzt sagt, okay, die eine Übung wäre jetzt ganz, ganz wichtig, weil ich brauche jetzt sofort, dass mein Hund da möglichst schnell einen guten Rückruf kann, kann nicht mehr länger darauf warten, dann könnt ihr einfach das Material vorher dazu anschauen und den Inhalt sozusagen vorziehen. Und es ist auch sicher nicht für jeden alles relevant, also da bitte auch das vermehrt üben, was für euch einfach am wichtigsten ist. Die Übungseinheiten ganz kurz halten, am besten wenn euer Hund gerade munter und motiviert ist, dann mit vielen Mini-Belohnungen loslegen und 1, 2, 3 Minuten nur üben und dann ist auch schon wieder Pause angesagt. So habt ihr die Möglichkeit, dass der Hund wirklich immer voll motiviert ist und dass ihm nicht langweilig wird und die Konzentration lässt dann auch noch nicht zu nach. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Welpen. Also genießt die Zeit wirklich. Welpenzeit ist, sage ich mal, mega, mega anstrengend. Es ist wie ein Kleinkind, was man bei sich zu Hause hat und sie müssen erst die Welt kennenlernen. Aber es ist auch, finde ich, eine ebenso schöne Zeit, auf die man sich voll und ganz einlassen sollte und die eh furchtbar, furchtbar schnell vergeht. Hallo! Und die einfach unwiederbringlich ist. Hey, ja. Man merkt, die Kleinen sind da schon gerade mega ausgeschlafen und top für Spiel und Kampf motiviert. Ja, also wirklich von ganzem Herzen viel Erfolg, viel Spaß und ganz, ganz viel Geduld mit eurem kleinen Vierbeiner.